Servus. Hier habe ich ein besonderes Bild. Es ist nicht typisch. Wie ist es in den Darkrunden effektiv ist, weiß ich nicht. Ich habe es in Eskalationen getestet. Aber dort hat es wirklich Spaß gemacht. Und schau mir mal, wie es hier ist. Ich nehme hier Valomir. Wirklich ist nicht mal um hier. Jedes Bild hat Stärke und Schwächen. Jedes Bild hat Schwäche von gepanzerten Viechern. Weil wie ihr seht, mache ich Wundschaden. Zusätzlich bin ich hier noch auf der B1 mit der Axt. Wer jetzt ist verwundet? Zusätzlich kann ich hier die Axt 3 mal werfen. Was? Moment. Wie ist das passiert? Ich muss sagen, Valomir hat viel mehr Leben, ne? Oh, na gut, es ist ein bisschen so, ist jetzt noch eine 16er. Oder da kommt vielleicht noch. Kommt noch was Gutes? Event. Nein, Event machen wir jetzt nicht. Dann gehen wir doch zu Lightborn Kosho. Sagen wir was mit Jägerleben sind.
davor einen Unfehler gemacht. Eigentlich sollte ich an der Stelle verwunden und die ganze Zeit draufschlagen, weil wir hier Grausamkeit drin haben. Ja, na komm, den einen machen wir und dann hören wir aber auf. Das wäre das Video zu lang. Ich werde eher die kurzen Videos machen. Das ist mal gesehen, die Stärke passt als so. Wir gehen erstmal aus dem Gebiet raus. Das ist ein Event. So. Dann, was habe ich hier drin verbaut? Also, einmal haben wir Säure und Dorn besetzt, sonst würde die Axt zu wenig Wundschaden machen. Wir haben Raubtier für mehr Angriff. Wir haben Erbarmungslos, um den Effekt vom Ätherrausch zu erhöhen und auch zu verlängern. Und wir haben Grausamkeit, was uns nochmal 100% mehr Schaden auf einen verwundeten Teil macht, was wirklich ein Haufen ist. Und wieder verwenden, weil wir so oder so immer Teile brechen. Und dadurch unsere Angriffsgeschwindigkeit noch erhöht wird. So, was habe ich hier drin? Die Stürmerzelle. Mir ist nichts Besseres eingefallen. Wird auf jeden Fall Besseres geben, aber mir fällt gerade echt nichts Besseres ein. Dann meine Koscher-Laterne, um wieder Leben zu regenerieren. Das ist für mich immer sehr wichtig. Dann haben wir die Makarion-Axt. Mit der Zelle Erbarmungslosigkeit und wiederverwenden. Spezial unerbitterlicher Ansturm kann man nicht einfach so bekommen, den muss man bei dem Prüfenshop kaufen. Aber ihr könnt dadurch die Axt dreimal werfen, sofern ihr die Axt wieder fangt. Dafür tut der Axtwurf aber kein Ethermeter generieren. Überladener Zylinder wie immer und hier Neusaga Sense reingemacht mit plus 3 Grausamkeit. Dann habe ich Zeitgewebehelm, wo den herbekommen. Da habe ich ein Video, wo man exotische Sachen herbekommen. Das anschauen. Dort wird auch gezeigt, wo der woher er kommt. So. Mit Säure. Dann von Quillshot. Mit Zelle Erbarmungslosigkeit. Wieder Quillshot. Raubtier. Und wieder Quillshot. Säure. Das ist eigentlich noch lustig gewesen, hätte ich hier auch Quillshot genommen mit Grausamkeit, aber ich habe keine Schildzelle drin, also ging das nicht. Das wäre ein komplett neutrales Bild gewesen. Gut, das war's mit dem Video. Ein ungewöhnliches Bild, ist keine Meta und es gibt Bits, die mehr Schaden machen, aber ich finde es irgendwie geil, auch mal mit einer anderen Waffe Wundschaden zu machen und das auch effektiv. Dann, bis wir uns beim nächsten Video.